Hallihallo und willkommen zu dieser Folge Sonic Adventure 2 Battle. Und ich möchte euch einfach mal kurz was demonstrieren. Hört mal kurz hin, bitte. Okay, genug davon. Habt ihr das gehört? Genau das hat Vegas Pro mit dieser Folge Sonic gemacht. Und zwar mit genau dieser einen einzigen Folge, wo ich nicht geschaut habe danach, ob irgendwas falsch ist. Ich habe wirklich in allen verdammten anderen Folgen geguckt. Nichts tun, gut Leute, aber so wie es aussieht, muss ich diese Folge wohl nachvertonen. Und der Ingame-Sound ist dadurch leider ebenfalls draufgegangen. In Zukunft werde ich definitiv versuchen, keine Folgen mehr zu vergessen beim Durchgucken und vor allem die Rohdateien ein bisschen länger zu behalten. Wir sehen hier gerade Eggman, wie er zu Amy geht, weil Amy irgendwie komischerweise auf dieser Insel aufgetaucht ist, nachdem sie Sonic gesucht hat. Aber wie wir alle wissen und schon aus der Hero-Story kennen, kommt ihr Tails zu Hilfe. Geht zur Seite, Amy. Und dieses Mal müssen wir als Robotnik bzw. Dr. Eggman gegen Tails kämpfen. Was so ungefähr genauso schwer ist wie mit Tails gegen Robotnik, nämlich gar nicht. Einfach nur B drücken. Die ganze Zeit. Ihr seht es, ich schieße, ich schieße, ich schieße, schieße, schieße. Komm schon, krepier doch. Krepier endlich, du da, du Fuchs. Fuchs! Au, Alter, ich sterbe ja gleich. Das war definitiv sehr knapp. Now, selfie. Schade, dass es für Bosskämpfe keine Ranks gibt, ne? Das ist ja echt fade mit dem Nachvertonen hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier erzählen soll. Security Hall. Stiehl die drei Chaos Emeralds in 5 Minuten. Stage Nummer 8. Ich glaube, ich mache hier im Hintergrund ein bisschen Musik, wenn ich gar keine Hintergrundgeräusche habe von Sonic. Wir müssen jetzt, Zeit sind da 15 Minuten, los Roach, wir haben 15 Minuten Zeit, ich glaube das waren 5 Minuten in diesem Level und danach nochmal mit Shadow ein bisschen Zeit, genau. Wir haben hier erstmal 5 Minuten Zeit in diesem Level, um 3 Chaos Emeralds, diesmal nicht Splitter vom Master Emerald zu finden. Und wir hüpfen hier durch die Gegend, benutzen diese Rakete, fliegen weiterhin durch die Gegend und kommen in die Nähe des ersten Chaos Emeralds. Der Chaos Emerald war da oben, wohl oder übel. Mal gucken, ob wir ihm in die Nähe kommen. Aber so wie es aussieht, finden wir ihn noch nicht sofort. Allerdings, krepieren wir. Was zur Hölle? Okay, das war echt ein ziemlicher Fail-Move. Meinerseits. Aber mal schauen, ob es diesmal besser klappt. Chaos Emerald? Nee, nicht in der Wand, Rouge. So, jo, da kommen wir ihm doch schon sehr früh, sehr nah, würde ich fast behaupten. Jo. Sieht doch so, schon mal so aus. Ja, genau, wir lassen uns natürlich davon treffen, wie immer. Ich meine, ihr kennt das ja von mir, ich lasse mich von allem treffen, einfach weil ich es kann, das mache ich ja mit Absicht. Da ist der erste Chaos Emerald und dafür kriegen wir ein... Perfekt! 2000 Score-Punkte! Den roten Chaos Emerald haben wir also schon gefunden. Und wir machen uns auf die Suche nach den weiteren Chaos Emeralds. Ich glaube, als nächstes kommt der grüne oder der blaue, bin mir nicht sicher. Weil den Orangen hat Tails ja gehabt, daran erinnern wir uns noch aus der Hero-Story. Und den Grünen hatte eigentlich, das heißt, können wir noch einen Grün finden? Den Grünen hatte doch Shadow in der Hand ganz am Anfang. Hä, das ist hier wohl die Frage. Leider können wir uns hier nicht in Wände buddeln und ich wüsste auch nicht, was uns das bringen würde, wenn wir es könnten. Und, so wie es aussieht, habe ich im Moment absolut keine Ahnung, wo dieser Emerald sein könnte. Da er in diesem großen Raum nicht zu finden ist, begebe ich mich hier nach oben, da er höchstwahrscheinlich dann hier ist. Aber offensichtlich ist das wohl auch eine Fehlanzeige auf dieser Seite. Verdammt! Sieht also nicht so toll aus für unseren guten Rang hier. Hat auch so schön angefangen mit einem Perfect 2000 Bonuspunkte. Und jetzt gehen wir noch auf die andere Seite und schauen da. Da ist er ja. So wie es aussieht. In dem linken Roboter oder dem rechten Roboter. In irgendeinem Roboter wird er wohl sein. Komm schon, töte einen Roboter. Tada! Okay, es war der violette Emerald. Da haben wir es ja. Es hat uns noch 800 Punkte beschert. Zeit oder Tide? Keine Ahnung. Eng, sagt man das? Zeit oder Tide? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird Tide geschrieben. Also sind wir schon wieder in der Nähe vom nächsten Emerald. Wow, das geht ja wirklich richtig fix. Was öffnen wir da? So das Gefühl, dass er da drin nicht ist. Ja, offensichtlich nicht. Hier unten ist er wohl auch nicht, weil Baum. Nee, weil der Radar grau war. Da oben ist er auch nicht. Da, wieso gehe ich da hoch? Ist doch ultra klug, wenn er unten in der Mitte grün anfängt zu leuchten. Was habe ich denn da wieder für einen Mist zusammengespielt?
Wie auch immer, fliegen wir weiter durch den Raum, den Raum, den Raum, den Raum. Den Raum, den Raum, den Raum, den Raum, den Raumsong. La 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 la. Nein, ich hör lieber auf zu singen, sonst fallen euch noch gleich die Ohren ab vor Schmerzen. Da ist er, da ist er. Das ging fix. Mal gucken, was das für ein Rang ist. So schlecht ist der, glaube ich nicht. Na, na, na. Bäm, Rang A. Ja, aber wie ihr alle wisst, habe ich das natürlich schon gewusst. Von daher kann ich es jetzt auch nicht so überrascht tun. Mann, 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 Mann. Ich verspreche euch, nie wieder so etwas. Nie wieder. Ich lade euch, glaube ich, noch eine zweite Folge hoch, um euch hier zu entschädigen. Das ist ja die Hölle. Da, also wenn jetzt wenigstens der Ingame-Sound geblieben wäre, könnte ich ja einigermaßen dazu was sagen. Aber so ohne Ingame-Sound ist das echt ein bisschen gammelig. R1A, Flying Dog. Ja, ich habe Dog gesagt, bevor Dog da stand. Ich kann hell sehen. Dann bekämpfen wir mal diesen fliegenden Hund, der komischerweise überhaupt nicht wie ein Hund aussieht. Zumindest finde ich das. Aber, wer weiß, vielleicht sieht er doch wie ein Hund aus. Na, wer findet, dass der wie ein Hund aussieht, der kann sich ja in den Kommentaren melden. Vielleicht könnt ihr mich umstimmen. Und das war knapp. Komm schon, Rouge. Komm schon, Rouge. Tada, geht doch. Ach, nochmal Schaden. Ach, verdammt. Das war knapp. So, dann fliegen wir wieder hier oben durch die Luft. Und versuchen diesen Roboter namens Flying Dog zu töten. Krach. Oh, okay. Das war definitiv nichts. Hol mir Ringe, Rouge. Hol mir Ringe. Danke. Raketen fliegen hinter uns her. Und der Boss wurde von uns getroffen mit einem epischen Gliding Move. Und ein nicht weiteres Mal. Komm schon, nicht mit dem Laser abknallen. I'm firing my laser. So, nochmal. Komm schon. Ah, Mann, was mache ich denn da? Nochmal. Gegen die Wand, nach oben und... Na, ist schon wieder dreckig. Mann, verdammt. So, und ein weiterer Versuch. Ein weiterer Versuch. Krach. Nice. Noch zwei Treffer, dann haben wir gewonnen. Und ich verstelle meine Stimme heute total komisch, finde ich, für mich. Zumindest hier. Ja. Komm schon, einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Geht doch. Das war das eine Mal noch. Das gefehlt noch, hat noch. Hurra! Now saving! Aber das hätte wahrscheinlich einen relativ schlechten Rang gegeben, wenn es für den Boss Ränge gegeben hätte. Mal schauen, wie es mit dem nächsten Level aussieht. Hier ist Rouge. Ich habe ein kleines Problem. Ich glaub's nicht, dass ich im Safe mit einem Chaos Emerald festsitze. Ich habe wohl keinen Grund mehr, mich eine Schatzjägerin zu nennen. Ja, irgendwann kennt man die Dialoge dann. Ich, das ja vielleicht schon mal erwähnt, dass das mein erstes Gamecube-Spiel war. Flashback auf Maria. Shadow wird angespannt. Tja. Mal schauen, was er jetzt nur machen wird. White Jungle, das ist übrigens mein Lieblingslevel gewesen früher. Durchquert den Dschungel in 10 Minuten. Wieso muss gerade das Level, mit dem Sound am Arsch gegangen sein. Das finde ich jetzt echt traurig. Da hätte ich jetzt gerne meine Originalaufnahme. Wie auch immer, dieses Level finde ich jetzt einfach ähnlich cool wie Sonic's Jungle Level, nur ich weiß nicht, vom Gameplay her ein klein wenig besser sogar. Weil ist halt so. Und weil man spielt Shadow und Shadow war mein absoluter Lieblingscharakter damals, als ich das Spiel hier hatte. Dadurch rollen, hüpfen, dran gehen und landen durch den Speicherpunkt, Ringe einsammeln, hinunter. Danach bitte nach links abbiegen, in 100 Metern einen Looping fahren. 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 Nein. Rennen. Über diese Sprungschanze, 2 Meter weiter vorne gegen das Dobbs-Teil, unter dieser Holzplatte hindurchrollen, oder auch nicht, diese Roboter in Stücke klopfen und dabei einige Ringe aufsammeln. Diese Liane verwenden, um sich mit ein wenig Schwung nach vorne schießen zu lassen und danach über dieses Dobbs-Teil über einen kleinen Umweg dieses Stachelvieh umzubringen.
Wir fliegen nach oben, greifen diesen Roboter an und rollen uns erneut unter einer Plakette hindurch, folgen dieser Ringspur und rennen. Und rennen. Und ich laber totalen Bullshit. Aber mir macht es Spaß, Bullshit zu reden, also mache ich mal weiter damit. Hier töte ich die Roboter und gehe dann nach hier unten durch, was eigentlich total unsinnig ist, weil ich hintenrum hätte gehen sollen. Weil hintenrum ich zu diesem Lianendingensbummens gekommen wäre und mir dieses Power-Up holen hätte können. Was ich nun doch getan habe und was total viel Zeit verschwendet hat. Und weshalb ich in diesem Level wahrscheinlich auch keinen Rang A mehr kriegen werde. Aber das sei mal nur so am Rande wichtig. Wir rennen diese Half-Pap entlang, schlingen uns mit dieser Liane um einen Baum herum und... Übrigens um einen Baum herum, die wie alle anderen Bäume irgendwie in der Luft schweben. Oder warte mal, ist das Wasser, was da unten ist? Die alle im Wasser stehen. Der Dschungel ist gnadenlos überflutet. Ich frage mich, wie das die Bäume überleben können. Die sterben wahrscheinlich bald. Und wir kriegen die Airshoes. Mit diesen Airshoes können wir dasselbe machen wie mit dem Light Dash von Sonic. Wir können einer Ringspur hinterher. Zing! Hinterher gliden und rennen. Und nun sind wir schon wieder oben. Wir folgen der Straße, dem Looping weiterhin. Rennen über Fließbänder, die sich so schnell bewegen, dass wir davon beschleunigt werden, obwohl wir in der Luft schweben mit unseren Schuhen. Und drehen uns weiterhin um einen Baum herum, sammeln diesen goldenen Gegner ein, um uns Punkte zu holen und zerstören dieses starre Viech. Gehen unter den zwei Holzplatten hindurch und benutzen diese... Ach, holen uns erstmal Ringe und danach eine Chaobox oder auch... Oder auch nicht... Ja, ihr seht, dieses Level ist eigentlich ganz witzig. Hätte man jetzt den Sound und die Original-Commentary dazu. Eventuell. Zack, 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 zack. Gehen unter dieser Holzplatte hindurch, zerstören dieses Roboter-Dingensbummens, was ich schon mindestens 15 Mal gesagt habe heute, folgen dieser Ringspur und haben das Level abgeschlossen. Ich könnte wetten, dass das kein Rang A war. Ich bin mir aber tatsächlich nicht mehr sicher, ob das nicht doch ein Rang A war. Keine Ahnung. Aber ich glaub's mal nicht. Kriegen dafür 13.640 Score-Punkte und bekommen einen Rang B, also doch kein Rang A. Wie ich es gesagt habe. Und schließlich erlangen wir unser 26. Emblem. Mit Sonic drauf! Hurra! Und gelangen in die Chao-World zu unserem mongoloiden Gorilla-Chao, der golden ist. Und golden ist... Und ein Gorilla ist. Und der gleich Stäbchen zum Lutschen bekommt. Hahaha. ich weiß, ich wiederhole mich in den Folgen. So, wo ist er denn, unser Gorilla-Mongo? Na? Na, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du? Bist du? Nee, das bist du nicht. Das bist du, ja. Ich habe denen doch das letzte Mal gesagt, glaube ich, dass die alle ins Schwimmbecken gehen sollen und da oder schwimmen lernen. Jetzt haben sie tatsächlich... Nicht einpennen hier. Steh wieder auf. So, und jetzt lutsch an den Stäbchen. Du bist jetzt nicht beleidigt, dafür ist keine Zeit. Du musst Stäbchen lutschen. Ja, freu dich. Man sieht's ja an deinem Mund, dass du dich freust, du kleiner goldener Lieberchau. Ganz lieb und gorillahaftig. Und lieb. Und gorillahaftig. Kürbis. Nein, definitiv kein Kürbis, denn wie wir alle wissen, ist unser Mongoli, der Gorilla-Chao, zu dumm, um sich einen Kürbis auf den Kopf zu setzen. Schau nicht so auf den Boden, wie als wärst du traurig, du kriegst gerade ganz viele Stäbchen zum Lutschen. Freu dich darüber. Ein violettes Teil und ein rotes Teil. Und damit haben wir das Ganze abgeschlossen. Hurra, Chao-Daten werden gespeichert. Und nun... geht es in dieser epischen Storyline weiter, und zwar mit einem weißen Bildschirm. Nein, mit einer Sequenz, die wir schon aus der Hero-Story kennen. Nämlich, der Hedas ist wieder der blaue Igel, ausgerechnet hier, Punkt, 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 Raute, hab dich gefunden, Schwindler-Szene. Schwindler, du bist ja der unechte Igel, du vergleichst dich mit mir. Ha, du bist nicht mal gut genug, meine Imitation zu sein, Sonic. Nein, ich finde Sonic ist toll. Da hast du Unrecht, Shadow, auch wenn du auch toll bist. Und ich bin gespannt, ob wir diesen Kampf besser unter Kontrolle kriegen als unseren letzten. Und ich würde mal sagen, wir sehen das in der nächsten Folge, wo meine originale Stimme wieder da ist und die hoffentlich spannender ist wie diese. Ich entschuldige mich nochmal für diese Folge. Also, ciao, ciao, man hört sich in der nächsten Folge, die ihr wahrscheinlich gleich sehen werdet.